willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir wollten ja nochmal so ein paar Packs ziehen und dann eventuell dieses eine Team hier abändern. Also nicht das, sondern das mit Immobile, La Cassette und so. Ich glaube, die Jungs sind ganz geil, aber die Forma ist jedenfalls für dieses Team und für mich nicht so Hammer. Deswegen habe ich mir gedacht, stellen wir dann nochmal was um. Das Problem ist nur, es sollte auch Lavezzi raus. Nicht Lavezzi, sondern Verratti. Der hat mir überhaupt nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen würde ich den schon ganz gerne rausnehmen. Wir müssen sowieso was ändern. Also das bleibt dann nicht mehr dieses perfekte Link-Team. Weil so jetzt in diesem Team hat ja jeder eigentlich einen perfekten Link. Aber das würde sich ändern, wenn wir zum Beispiel... Na, 4-2-3-1 können wir so nicht spielen. Das kriegen wir, glaube ich, nicht gelinkt. Nee, das werden wir so nicht gelinkt bekommen. Dann müssten wir irgendwas anderes machen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit ein paar Packs an. Weil ich will noch einen von diesen tollen grünen Spielern ziehen. Wir haben ja schon einen gezogen. Ich glaube, vorletzte Episode war es. Da haben wir Hummels Team of the... wie heißt es nochmal? Team of the Tournament gezogen. Und ja, vielleicht ziehen wir jetzt nochmal sowas in die Richtung. Ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall die 15k-Packs alle. Ich glaube, da haben wir aber auch nur noch 2 oder 3. Und dann hier noch so ein paar 7,5er. So, Lukas hier schon mal. Ich glaube, der bringt nichts mehr. Ich teste es einfach mal. Machen wir mal 6 Stunden und dann läuft er aus. Die normalen Verträge, na, ja, die Silberspieler, ab und an bringen sie dann nochmal was. Machen einfach mal drauf. Die Verträge, die nehmen wir nicht mit. Ich werde es eh nie schaffen, unsere 5000 Verträge zu verkaufen. Und ja, deswegen kann ich hier auch gleich abstoßen. So, jetzt nehmen wir mal ein 15k, also 3 Stück haben wir noch. Und vielleicht ziehen wir da ja schon mal was. Hätten sie ja mal bessere Special Packs machen können, oder? Nicht nur hier diese komischen 15k Packs. Das gefällt mir nicht so gut. Naja. So, und da hätten wir... Corona. Noch nicht mal einen glänzenden Spieler, oder was? Willst du mich verarschen? Was eine Kacke hier. Naja, gratis Set, aber das ist halt dieses scheiß 5K-Pack. Und ja, das bringt uns jetzt nicht so sonderlich weiter, weil da eh nur Scheiße drin ist. So, dann hier nochmal eine Team-Fitness. Und das brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir nochmal mit. Und Sniper nehmen wir auch nochmal mit. Und der Rest kann wieder auf den Müll. Und ja, dann machen wir bei den 7,5er-Packs weiter. Dann können wir vielleicht mal ganz kurz aufs Team schauen, damit wir da schon mal so eine Richtung haben, welche Formation es sein könnte. Also am wichtigsten ist mir eigentlich, dass Lacazette und Immobile vorne bleiben. Aber ansonsten können wir da eigentlich ein bisschen was umstellen. So, in dem Pack ist jetzt nichts drin. Dortmund-Wappen, das habe ich doch schon gezogen. Genauso wie das Trikot. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich einen neuen Verein gestartet habe oder sowas. Und ich diese ganzen Wappen und sowas gar nicht mehr hätte. Aber das stimmt nicht. Ich habe das Wappen eigentlich schon. Naja, ist ja auch Latte. Anscheinend wurde es mir wieder weggenommen. So, jetzt ziehen wir hier nochmal so ein 7,5er und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Mannschaft. So, machen wir hier Packtrick. So, pop. Und da kommt der Ruben. Den, na, nee, den verkaufe ich jetzt nicht. Der wird schon nichts bringen. So, das hier weg. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz auf die Mannschaft und gucken mal, was wir so für eine Formation spielen könnten. Ja, Doppelspitze wäre natürlich zum Beispiel 4-4-2 was. Wir könnten natürlich auch 4-1-2-1-2 spielen, aber ich komme damit einfach nicht klar. Das ist einfach das Problem. Vor allem bei 4-1-2-1-2 müssten wir, glaube ich, gar nicht so viel umstellen, aber ich komme mit der Formation einfach nicht klar. Ja gut, hier müssten wir aber schon noch was anderes umstellen. Also so einfach ist das jetzt leider nicht. Auch in dieser Formation nicht. Ja, Einzelspitze will ich eigentlich nicht spielen. Die Formation hat mir ehrlich gesagt auch nicht so zugesagt. Hm, das können wir auch so nicht spielen. Und so ist es ja komplett unmöglich eigentlich. Auch wenn ich diese Formation ganz gerne spielen würde. Aber da müssen wir einfach zu viel umstellen. Das gibt es noch. Da müssten wir natürlich auch definitiv was umstellen. Da müssen wir auch so viel umstellen. Ach man, scheiße. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Also da müssten wir überall einfach zu viel umstellen. Ich glaube, das Team müssten wir einfach nochmal in dieser Formation beibehalten und testen. Weil wie willst du es machen? Ist alles scheiße.
Ja, okay, gut. Hier, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber dann würde Chachi ZM spielen. Ist auch Kacke. Das kannst du auch vergessen. Aber da brauchen wir natürlich den perfekten Link für Immobile. Aber Chachi als ZM will ich eigentlich auch nicht spielen. Oh. Na gut, wenn wir da prinzipiell noch De Rossi aufstellen. Oh, nochmal eins zurück. Wenn wir De Rossi da noch hinstellen, dann hier den Willems, dann hat der auch seinen perfekten Link. Ja, Rekik freut sich dann sowieso. Das wäre eigentlich noch eine Möglichkeit. Ist aber irgendwie ein bisschen kacke. Weil Chachi im ZM, ey, das ist eigentlich richtig scheiße. So, machen wir ganz kurz Motta raus. Gucken wir mal hier vielleicht. Nee, haben wir nicht hier sitzen. So, dann machen wir hier ganz kurz De Rossi rein. Den müssen wir eigentlich noch haben, oder? Nicht RM, sondern ZDM. Ja, De Rossi hätten wir. So, der wäre hier glücklich. Chachi wäre natürlich auch glücklich. Depay ist jetzt natürlich noch nicht glücklich, aber wenn der hier seinen Willems hinbekommt, ist der auch glücklich. Ja, dann wären sogar alle glücklich. Aber halt Chachi ZM, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Also, das gefällt mir ehrlich nicht so. Aber mal kurz gucken, vielleicht haben wir sogar Willems. Und ich glaube, ich würde damit sogar dann doch noch ein bisschen besser spielen. Nur das halt mit Chachi gefällt mir nicht. Ach so, genau, wie ist das eigentlich hier? Hier würde dann Chiellini reinkommen. Und ja, dann könnte man hier Ignacio Abate hinstellen. Obwohl, wenn wir hier Willems hinmachen. Da müssten wir eigentlich auch nicht mit Rekik hier stehen, spielen, sondern da könnten wir es sozusagen ein bisschen, ja, besser machen, will ich mal sagen, das Team. Das heißt, wenn wir das so machen und jetzt hier noch Ignacio, ja, hier könnte man natürlich auch einen aus der französischen Liga hinmachen, aber Ignacio ist einfach stärker. So, und jetzt hier einfach nur Willems hin. Ich meine, das ist dann jetzt kein sonderlich tolles Team, aber es sieht dann, glaube ich, ein bisschen spielbarer für mich aus. Willems haben wir leider noch nicht. Das heißt, den müssen wir nochmal kaufen. Gut, dann machen wir das jetzt nochmal schnell. Und dann spielen wir das Team einfach mal so. Wie gesagt, jetzt habe ich das Team, wenn ich ehrlich bin, natürlich ein bisschen hässlich gemacht. Aber es könnte sich um einiges besser spielen lassen. Willems, 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 Willems. Willems? Ne, Willems ist es nicht. Willems heißt er doch. Der müsste es sein. Ich glaube, das ist er. Ja, was der jetzt kostet, weiß ich nicht so genau. Müssen wir mal gucken hier. 59? Ne. 1,4? Ne. 2K? Hat der nicht auch irgendwie. Ne, ich glaube, der hat. Na, das ist ja echt teuer. Okay. Ich meine, es ist der perfekte Link für Depay über den Linksverteidiger, aber. Ne, da ist doch irgendwas falsch hier. Das ist der auch gar nicht, oder? Doch, das ist der. Ist doch ein 72er. Ich mach mal hier ganz kurz. So, Jetro. Oder ist es der? Nee. Oder ist, nee, der muss es sein hier. Gucken wir einfach mal ohne Preisfilter. Vielleicht wurde er auch gepricefixed. Kann natürlich sehr gut sein. 8000. Ja, der wurde 100 pro gepricefixed von irgendwelchen Leuten. 6,4. 6,4 haben wir hier. Als günstigsten Preis. Ist natürlich eigentlich ziemlich lächerlich, aber naja, was willst du machen? Ich glaube, ich nehme den jetzt einfach mal mit und gut ist. Oder wir kaufen den einfach vom nächsten Spiel, weil ich nehme ja erst das nächste Video dann morgen auf. Und ja, dann kaufen wir den da. Vielleicht ist da nämlich ein günstigerer drauf. Und ja, das ist mir 6,4, Alter. Was haben die denn bitte geraucht? Der wurde 100 pro gepricefixed. Hier ist nämlich ganz oft, ja, bei fast allen Verkäufern ist nämlich der Verkäufername, außer jetzt hier zum Beispiel, der Standardname. Das heißt, das ist noch nicht mal irgendwie. Die haben einfach ganz viele neue Foot-Accounts erstellt und haben halt da noch nicht mal Namen geändert. Deswegen sieht man ganz gut, wenn wer gepricefixed ist und der hier ist gefixt. Und ja, deswegen werden wir da jetzt erstmal keinen Willems kaufen, sondern einfach mal bis morgen warten. Manchmal brauchst du gar nicht so viel Zeit und dann hast du da schon wieder einen für 2K oder so drinne. Und dann passt das. So, jetzt kaufen wir erst nochmal ein Free Pack. Ja, und dann ziehen wir nochmal ein bisschen weiter hier. Und hoffen, dass wir da nochmal was Schönes ziehen. Vielleicht ziehen wir ja sogar einen Willems. Ist relativ unwahrscheinlich, aber könnte ja sein. So, und jetzt hier, pop, überspringen. Und da ziehen wir nochmal Mikel, Insigne.
Und alles brauchen wir nicht. Gut, alles weg hier. Und dann geht es jetzt wieder zu den größeren Packs, die natürlich ein bisschen interessanter sind. So, wie viel haben wir hier noch? Zwei. Ja, ziehen wir erstmal 7,5 weiter. So, Shiravi vorne drauf. Gucken wir mal. Na, jetzt bellt da draußen ein Hund. So, pop. Mertens. Okay, den brauchen wir jetzt auch nicht. Nehmen wir hier mal den Vertrag mit. Und ein Gratis-Set im WM-Modus. Oh, das Trikot sieht ja eigentlich ganz witzig aus. Könnten wir eigentlich mal spielen. Packen wir mal hier drauf. Ah, ist jetzt eigentlich nicht so die Kombi, die ich mag. Weil, ja, das ist zwar hell, das Trikot, aber jetzt auch nicht so hell, weil es noch ein dunkles Blau mit drin hat. Naja, lassen wir erstmal so. So, dann ziehen wir jetzt nochmal ein 15K-Päckchen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, den Hummels im 7,5er gezogen. So, 15K, komm, bring mal was. Irgendwas Geiles. Wie gesagt, Neymar würde mir auch reichen. De Sanctis und Sokratis. Ja, Happy Birthday. Ist jetzt nicht so pralle gewesen. So, Spielerverträge wieder. Die glänzenden nehme ich dann doch nochmal mit. So, Gladiators, scheiße. Hier nochmal ein WM-Päckchen. Ja, das schmeißen wir dann auch wieder alles weg. Na komm. Ich glaube, durch Hummels haben wir 2,40 gemacht, ne? Die werden wir jetzt dann, denke ich mal, direkt wieder donaten. Und wenn wir da nichts Schönes bei rumbekommen, ja, dann war mal wieder alles umsonst. Aber ich gehe jetzt mal vom Besten aus. Ich glaube, wir ziehen was richtig Geiles. Ich gehe stark davon aus, dass es Arjen Robben sein wird. Oder in einem 15K-Pack keinen einzigen glänzenden Spieler. Gibt es natürlich auch. Wie zum Beispiel hier. So, komm, dann gib mir nochmal Managerverträge mit. Was haben wir hier noch? Holländische Liga. Ach, alles weg damit. Ach Mann, komm. Ich glaube, 15K-Packs sind jetzt auch rum, ne? Ja, scheiße. Ich weiß auch nicht, warum die bei dem, ja, ich würde mal sagen, fast heftigsten Team überhaupt keine tollen Packs machen. Keine Ahnung, irgendwelche tollen 50k, 100k, 1.000.000k, alles was du haben willst, Packs. 1.000.000k vor allem, ja, massive. So, hier nochmal Fellaini und sonst nur Scheiße, also auch hier wieder weg. Wir machen das jetzt mal hier ein bisschen flotter, damit wir dann vielleicht ein bisschen mehr Packs ziehen können. Sonst nehme ich ja eigentlich immer noch die ganzen Verträge mit. Und wir überspringen jetzt einfach mal hier die ganze Zeit. So, den noch drauf. So, bopp, übersprungen. Wieder nur Scheiße. Wieder ein Gratis-Pack. Aber diese Gratis-Packs sind eh der letzte Rotz. So, hier alles weg. Und nächstes Päckchen. Ich würde sagen, wie viele Packs ziehen wir noch? Ach, keine Ahnung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich jetzt mal ein bisschen was Besseres ziehe. Ich meine, dann habe ich auch ein bisschen mehr Motivation. Aber wenn wir alles nur so Kacke ziehen. Sokratis schon wieder. Naja, wenigstens eine Team-Fitness und Engine. Das können wir natürlich mitnehmen. Komm. So. Alles wieder weg. Sokratis bringt leider nichts. Und das nächste Päckchen. Na, ist irgendwie voll langweilig, so ein Pack-Opening zu kommentieren, wenn du nur Scheiße ziehst. Sollten wir mal lieber über ein Thema reden. So, über die Fußballwelt haben wir ja jetzt gesprochen. Aber gab es da nicht gestern irgendwas Neues? Ich glaube, ich habe nämlich irgendwas gelesen. Ah, mein Kopf ist so zu. So, Sammy Khedira hier nochmal. Hä, hey, hatte der nicht... Oh, scheiße, ich glaube, der ist aber nicht im Team of the Tournament. Ah, der hat zwar einen International Man of the Match, aber ist nicht im Team of the Tournament. Klischee auch noch ganz nice, aber bringen halt alle nichts. Müssen wir leider auch wieder abstoßen. Ich habe gestern irgendwas Interessantes gelesen. Aber ich habe schon wieder vergessen. Schade eigentlich. Naja, ist ja auch Latte. So, jetzt ziehen wir hier nochmal bis zur 15. Minute... Und dann gucken wir mal kurz. So, Jarvis hier nochmal. Wieder nur Kacke. Training nehmen wir uns nochmal mit. Den Coleman brauchen wir nicht. Also auch hier wieder abgestoßen. Ach komm, bring doch nochmal was. Irgendwas Schönes. Und dann können wir gleich vielleicht nochmal ganz kurz gucken, welche Spieler vom International, von diesem Team of the Tournament, bla bla, interessant für uns wären. Weil ich glaube, nach das nächste Teambuilding wird erst nochmal ein anderes, also wieder nicht mit Robben. Nein, ich will mich nicht um Robben drücken oder sowas. Der wird auf jeden Fall kommen. Aber irgendwie hätte ich jetzt erst nochmal Bock auf ein paar andere Jungs. Und dann kommt Robben mit Depay oder Depay oder wie man ihn nennen mag, zusammen in einem Team. Ich denke mal, wir werden Robben dann als Mittelstürmer spielen lassen. Also so 4-3-3-5 oder was das dann ist. Ich glaube, das werden wir als allererstes mal testen.
Aber dann müssen wir wieder so Leute wie Wilhena und so. Ah, habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht so genau. Könnt ihr natürlich auch ein paar Vorschläge machen. Wie gesagt, Kommentare werden von mir natürlich gelesen. Nur nicht alle beantwortet, weil das ist nicht immer möglich. So, hier das nochmal alles weg. So, ein Päckchen ziehen wir nochmal und dann gucken wir nochmal ganz kurz das Team of the Tournament an. So, weil vorletzter Gegner hatte ja so ein relativ hübsches grünes Team. Und ja, sowas in die Richtung, das könnte ich mir mal vorstellen. Und Khedira war ziemlich geil bei ihm. Deswegen könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, mal mit Khedira zu spielen. Werner. Ja, pack den einfach mal drauf hier. Vielleicht bringt er ja noch was. Und nochmal ein Team-Fitness. Und noch ein Powerhouse. Und was haben wir hier noch? Nö, nicht so interessant. Schmeißen wir noch weg. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz aufs Team of the Tournament. So, raus hier, raus hier. So, wo ist es? Da ist es. Ja, Klose müssen wir mal schauen. Ich denke mal, der wird dann nach Robben kommen. Oder ich werde den Preis beobachten. Vielleicht kommt er ja auf einen ziemlich geilen Preis in nächster Zeit. Dann können wir da natürlich nochmal was ändern. So, ja, irgendwie, na gut. Den Müller könnte man natürlich auch in einem Robben-Team verbauen. Ah, wegen Bayern und so. Schweinsteiger, okay. Schweinsteiger Groß. Ah, Groß müsste ja dann auch bald die Real Edition kommen. Ah, nee. Die wird wahrscheinlich nur kommen, wenn er noch irgendeine Special-Karte bekommen würde. Die wird er aber nicht bekommen, weil er keinen Fußball mehr spielt. Also, aktuell nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die nochmal so Transfers bringen. Groß Real Edition natürlich auch ganz nice. Rodriguez soll ziemlich abgehen. Alter, hat der Werte. Für die Zentrale so ein Pace, so ein Schuss, so ein Pass, so ein Dribbling und köpfen kann er eigentlich auch noch. Der ist natürlich auch ganz nice. Hm. Da müssen wir mal gucken. Neymar, wie gesagt, wir haben ja den International Man of the Match als ZOM gespielt. Und Flügel ist halt einfach nicht so ganz mein Ding. Deswegen reizt der mich jetzt nicht so extrem. Da gehen andere erstmal vor. Aber wir werden auch ihn sicherlich noch spielen. Das wird wahrscheinlich so sein. So, hier in dem Pack mal wieder nur Kacke. Deswegen gehen wir mal wieder auf die 7 halber drauf. Die bringen ein bisschen mehr. So, na, Special Sets gibt's keine. So, 7 halber. Und ab geht's. Sharavi vorne drauf und drinne ist was Grünes. Komm hier, gleich überspringen. Pop. Und nur Scheiße. Kennen wir ja. Wenigstens ein Deadeye. Chemistry Style, den ich mag. Und da noch Peter Pan mit am Start. Alles drinne. So, Deadeye, Rest kommt weg. Ja, ich würde sagen, ziehen wir jetzt einfach nochmal so 3-4 Packs oder so, dann ist auch gut. Ich glaube, FIFA mag mich nicht mehr. Wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Gameplays öfter nochmal ein Pack ziehen, vorher, nachher, je nachdem. Das werden wir sicherlich nochmal machen. Aber jetzt so riesige Pack-Openings für eine Mille oder sowas, glaube ich, werde ich nicht mehr raushauen. Ich meine, es wäre, glaube ich, eh nur noch lohnenswert bei diesem einen Team hier. Weil, was soll denn sonst noch kommen? Ist ja nichts mehr mit Fußball. Kommen immer nur noch diese billigen Team of the Weeks und die sind ja nicht mehr interessant. So, jetzt hier nochmal. Na, pop, überspringen. Wieder nur Scheiße. ZDM, ZM nehmen wir nochmal mit, aber ansonsten Müll. Ich freue mich ja schon wieder auf die FIFA 15 Pack Openings. Weil da freust du dich ja ehrlich gesagt über alles. Also über die Pack-Openings ganz am Anfang, weil da ist halt alles neu, genau wie im WM-Modus. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, wo wir ganz am Anfang von dem WM-Modus die Packs gezogen haben, wo man dann echt noch jede Karte durchgeht, hier das und das, das und das. Das ist schon ganz geil und da freue ich mich auch wieder drauf. Und vielleicht, oh, was ist denn hier los? Hat es bei mir vibriert, hä? Achso, ich glaube, mein Akku ist alle. Okay. So. Ziehen wir jetzt noch. Ach, keine Ahnung. Ich sag ja eh immer eine Zahl und halte mich eh nicht dran. Deswegen ziehen wir jetzt einfach mal drauf los. Totti hier nochmal. Und sonst wieder nur Scheiße. Marksman nehmen wir auch nochmal mit hier. Komm, push dich. Hm. Es will mir nicht gelingen. Ich glaube, wir ziehen noch 4 Packs. Ja, 4 Packs. Das lassen wir jetzt dabei. So. Das erste mit dem Vidal vorne drauf. Komm, gleich überspringen. Müssen wir hier nicht lange Faxen machen. Und Maicon drinne. Okay, scheiße. Oh, den wollte ich nicht haben, den Vertrag. Ich will den hier haben.
So, Spielerverträge. Und ja, das wollte ich eigentlich auch nicht haben, aber okay, nimm es mit. Abgestoßen. So. Jetzt noch drei Packs, ne? Gut. So, Messi vorne drauf. Ach komm, in den letzten Packs ist jetzt auf jeden Fall noch was drin, ne? Ich sehe es schon kommen. So, da, nee. Grenier ist nur drin. Und zwei Goldverträge mal wieder. Gut, zwei Packs bis zum Ende. So, weg damit. Und, komm hier, push dich mal ein bisschen schneller hier. So, na, komm, hier. Sharavi vorne drauf. Und drinne hätten wir, na, ach, drei goldene Spieler, aber nur Scheiße. Na komm, Hernanes nehmen wir nochmal mit. Ach, Amero, der alte LV. Ach, wird, ach, jetzt kann er wieder als LV gezogen werden. Ah, ich dachte nur, der Inform wäre LV. Ah, cool. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich nehme den einfach mal mit. So, das alles weg. Und jetzt geht's zum letzten Päckchen. Dann sind wir hier durch mit der Geschichte. So, Sharavi vorne drauf. Und drinne hätten wir... Komm, push dich. Das wird grün werden. Ich sehe es schon. Oh ja, komm. Gib ihm. Gib ihm. Na, ja. Ulreich. Okay. Happy Birthday. War jetzt nicht sonderlich... Guckt euch das an hier. Hier seht das. Der sagt mir, das ist kein Duplikat, aber ihr seht, dass ich oben dieses Wappen schon habe. Und da will er mir sagen, das ist kein Duplikat. Ja, konnte nicht hinzugefügt werden. Ist obvious, weil ich es schon habe. Naja, scheiß drauf. Okay, ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt da im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao.